Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Devil in Me. In der letzten Folge, naja, sind wir alle so ordentlich durchgetrennt worden durch Wände, die sich selber ja, in andere Positionen bringen und haben gesehen, wie der Mann im gelben Regenmantel in einer Saw-ähnlichen Falle ja, ermordet wurde. Jetzt sind wir mit Erin unterwegs und hatten kurz zuvor noch einmal ihr Inhalator genommen und würde sagen, dann geht's jetzt mal los. Ich hoffe, euch da draußen geht's soweit gut und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Ja, treppige Treppe. Dann machen wir Trepp, Trepp. Ich habe hier Taschenlämpchen. Was ist denn das? Behandlung von was? Snake Oil. Original Schlangenölsalbe. Aus bester Königskobra gewonnene Arznei. Ja, das war ja früher mal total super beliebt gewesen. Nur, dass das dann irgendwie nachgemacht wurde und nicht das Original, ich glaube, von den Chinesen oder ich glaube, es Chinesen waren es, genommen wurde. Und dann selber was zusammengepastet wurde und das war dann meistens schädlicher als der Nutzen war. Wenn man Glück hatte, hat es gar nichts gebracht. Beziehungsweise auch nichts schlimmer gemacht. Oh oh. Okay. Untersuchen. Oh, was zur Hölle? Das sind keine Puppen, sondern Leichen, oder? Mach es nicht. Ach komm, wir machen's. Wow! Zur Hölle? Ich wusste, ich hätte es nicht machen sollen. Oh Mann, oh. Okay. Erste Hilfe. Kann man nicht öffnen. Nichts mit Erste Hilfe. Das Einzige, was wir hier kriegen, ist die letzte Hilfe. Oder Ölung. Oh, warte. Ja, komm, mach. Schieb. Was zur... Okay. Ach, das war die Originalstimme von Charlie. Okay. Tja, fick dich, Jamie. Laurel. Wer ist die Süße auf dem Foto, das du hochgeladen hast? Sie ist ja total dein Typ. Du bist echt vorhersehbar. Jamie? Wer? Aaron? Bitte, mein Typ ist sie nicht. Mein Typ ist eine knallharte Powerfrau und keine scheue Waldkreatur. Okay. Sehr nette Worte. Laurel. Sie ist scheu. Jamie. Sie ist ahnungslos. Sie läuft immer mit einem verlorenen und verwirrten Ausdruck im Gesicht herum. Alles klar. Oder es will uns jemand was vorgaukeln? Dass einer von uns der Böse ist. Ich regle das am Wochenende, ja tun sie's. Diesmal eine ganze Schachtel. Wollen Sie sich bei mir einschleimen? Die spare ich mir auf. Was, keine Fragen? Was ist los mit Ihnen, Mandel? Sie wirken anders. Oh! Ich
sehe das Funkeln in Ihren Augen, Sie kleiner Teufel. Ich bewahre Geheimnisse, Mann. Wir alle haben welche. Der Staatsanwalt will Zahlen aus mir rauskriegen. Wussten Sie das? Natürlich wissen Sie es. Zahlen. Sie haben Holmes für 27 dran gekriegt, aber in Wahrheit waren es fast 200, stimmt's? Stellen Sie sich das mal vor, hätte ich nur Zeit gehabt, seinen Rekord zu schlagen. Die netten Damen aus den Maklerbüros sind Ihnen bekannt. Die haben schließlich Familien. Aber die Zahlen, die der Staatsanwalt hören will, er weiß wohl, dass es da draußen Leute gibt. Außenseiter, Sonderlinge, die Art Leute, um die man lieber einen großen Bogen macht und sie ignoriert. Wem fällt's schon auf, wenn die verschwinden? Mein Vater sagte immer, ich solle versuchen, die Welt zu prägen. Ich wusste nie, was er meint, bis ich das erste Mädchen ausbluten sah. Für mich ist das Kunst. Das ist mein Vermächtnis für diese Welt. Es ist kein Mord, sondern eine ästhetische Antwort auf das, zu dem diese Welt mich gemacht hat. Frag Leute, welche Serienmörder sie kennen. Den meisten werden so 5 bis 10 einfallen. Frag sie nach den Namen der Ermittler, die diese Mörder überführt haben. Niemand wird dir einen sagen. Niemand kennt sie. Keinen interessiert sie. Niemand macht Filme über sie. Niemand druckt ihre Gesichter auf T-Shirts. Sie sind allen scheißegal. Ich habe die Welt geprägt. Und sie? Warte mal. Da haben wir so einen kleinen Fehler. Gehen wir mal kurz auf. Nee, das war's nicht. Grafik. Nein, da auch nicht. Anzeige. Nee. Ach, Mist. Da ist ein kleiner Grafikbug. Weil da immer noch dieser olle Text steht. Na gut, gibt Schlimmeres. Lieber Mr. Thompson. Sehr geehrter Mr. Thompson, warum lassen Sie mich verdammt nochmal nicht in Ruhe? Hoch. White Oak. 10. Oktober 72. Sehr geehrter, geehrte Miss Monday. Oder Monday. Ich versuche bereits seit einigen Wochen, Sie telefonisch zu erreichen. Es geht um Ihren Sohn, Hector. Er hat andere Kinder häufig in aggressiver und bedrohlicher Weise angegriffen. Diese Woche bemerkt sein Lehrer während des Sportunterrichtes mehrere schlimme Blutergüsse auf seinen Beinen. Sein Wohlergehen bereitet uns große Sorgen. Bitte kontaktieren Sie mich unverzüglich, um die Situation zu besprechen. Mit freundlichen Grüßen. Okay. Aaron, hallo? Jamie? Aaron, bist du da? Hallo? Hörst du mich? Was geht hier vor? Was? Du bist in Gefahr, Aaron. Wie kann... Du musst auf mich hören. Tu genau, was ich sage. Nein, hör du zu. Ich hab den Chat gesehen. Was? Du und deine Freundin habt euch lustig gemacht, gesagt, ich wäre... Aaron, hör auf. Scheiß auf alte Chats. Das ist ernst. Hör einfach zu, bevor was Schlimmes passiert. Hör zu. Da drin ist ein Schrank. Du musst da rein, und zwar jetzt. Wovon redest du denn da? Versteck dich, Aaron. Wieso sagst du sowas? Was geht hier vor? Aaron, jetzt! Vertrau mir einfach, okay? Ich weiß nicht, ob man der vertrauen kann, der Stimme.
Lauf, versteck dich. Okay, wir verstecken uns. Hoffentlich hat die Stimme nicht gelogen. Ich bin noch blöd, das wird bestimmt gelogen sein. Ja, vor allen Dingen, wie soll sie uns so kontaktieren können? Na klar, kommt er zurück. Scheiß die Wand an. Wir sind am Arsch. Okay. Scheint doch noch nicht am Arsch. Jamie? Hallo? Wo zur Hölle sind Sie? Hoffentlich irgendwo in Sicherheit und wundern sich, wo wir sind. Kate, sieh mal. Was geht hier vor? Sind wir eingeschlossen? Sieht so aus, ja. Warte. Psst. Was? Psst. Hörst du das? Sind Sie das? Wo kommt das her? Da ist jemand im Restaurant. Mark, was machst du da? Bleib da bloß weg. Komm, wir sind nah da. Entspann dich. Da sehen ein paar Schaufensterpuppen aus wie wir, schräg? Ja. Ein Grund durchzudrehen? Nein. Okay. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Okay, das ist nur noch abgefuckt. Was zur Hölle geht hier vor? Okay, wirklich was machen können wir da nicht? Vielleicht bei ihm? Nein, ihn doch nicht. Den anderen ihn. Den Charlie. Himmel. Sieht genau aus wie er. Nie im Leben hat hier jemand in den letzten paar Stunden gebastelt. Sogar das Kettchen. Ja, wir können nur so ganz leicht hin und her schwenken. Das bringt uns also nicht viel. Wir trotzdem alle abklappern. So, alle abgeklappert. Gibt's hier im Raum irgendwas? Hörst du das? Schritte. Und sie kommen näher. Nein, nein, ist bestimmt ein Freund. Nein. Ah, ich. Ah, ich wusste es. Schwein gehabt. Gott sei Dank. Leute, was freue ich mich, euch zu sehen. Lasst uns hier bloß abhauen. Forschend. Was passierte, als die Wand zuging? Dumet hat seinen Hausmeister getötet.
Was? Vor unseren Augen. Dumet? Es ist eine Falle. Er hatte eine Maske auf und ich weiß, wie das klingt, aber das ist kein Witz. Und jetzt ist Santa Aaron her, wir müssen weiter. Hey, Moment. Wo ist Charlie? Weiß ich nicht. Wir wurden getrennt. Das passiert nicht wirklich. Naja, damit er alles anstreiten kann, wenn unsere Leichen plötzlich... Das ist jetzt nicht wahr, oder? ...angeschwemmt werden. Körper. Tup. Scheiße, tup, schalt das ab! Tup. 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 Was war das? Aoche. Das ist falsch. Ein Spaß oder von einem Tier oder so muss es sein. Nein, 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 niemals. Oh, Scheiße! Die sprechen echt! Ich sag doch, das ist so viel! Verschwinden wir hier. Bleibt zusammen. Die ist zu. Was ist los? Die andere Tür ist auch verschlossen. Dumet! Sie wollen spielen? Kommen Sie raus! Sofort! Spielen wir, verdammt! Fehlgeleitete Aggression, das bringt nichts. Sein Feuerzeug ist weg. Kann natürlich sein, dass er der Böse ist in der Truppe und versucht, indem er seine Leute da beseitigt, vielleicht Erfolg zu kriegen. Brennt das? Ah. Okay. Zellenschlüssel. Ah, oh, warte. Da. Ist doch richtig gesehen. Jamie! Jetzt würdest du da nicht hochkommen. Jamie! Ich bin okay! Nun gut. Dann nehmen wir mal den Schlüssel. Und schauen, wo es uns hinführt. Ganz bestimmt nicht in irgendeinen Folterkeller. Oh. Chicago Killer, zweites Opfer. Todesursache. Unterleibsverletzungen. Die Zähne des Opfers wurden alle entfernt. John Doe Nummer 2. Sie haben doch meinen Bericht über den ersten gelesen. Ähnlicher Tathergang. Unidentifizierter Mann mit mehreren Stichwunden. Die Wunden im Unterleib gleichen denen des ersten Opfers. Die Form der Eintrittswunden legt nahe, dass es sich um dieselbe Mordwaffe handeln könnte. Wir haben es wohl mit einem Souvenirjäger zu tun. Diesmal wurde das linke Ohr abgetrennt. Sauberer Schnitt. Vermutlich ein Skalpell oder eine Rasierklinge. Sehr ordentlich. Gute Arbeit. Hat sehr wenig geblutet. Das Opfer war vermutlich seit 30 bis 40 Minuten tot, als das getan wurde. Das ist anders als bei der ersten Tat. Wie Sie wissen, lebte der erste John Doe noch, als seine Zähne entfernt wurden. Das muss eine laute Schweinerei gewesen sein. Der Kerl lernt dazu. Na toll, sei doch noch mehr begeistert.
funkelte da aber überall, du. Da ist noch was. Hier, komm hin. Logbuch. Okay. Ah. Ah, 17.01.2017, 17.19 Uhr. Der größte Teil der Crew ist auf der Insel angekommen. Gesamte Ausrüstung zum Hotel hinaufgebracht. Treffen mit dem Hotelbesitzer Mr. Balken. Knapp. 18.01.17, 17.31 Uhr. Die Untersuchungen vor Ort hat begonnen und die Aushubarbeiten im Keller des Hotels haben begonnen. 21.01.2017. Unleserlich. 2.02.2017. Die Arbeiten im Erdgeschoss und ersten Stock gehen planmäßig voran. Einige Geräte sind verschwunden. Wir haben einen Bericht eingereicht und über Mr. Belknap gemäß unseres Vertrages Ersatz angefordert. 5.02.17. James Kelly hat das Projekt verlassen. Er hinterließ eine Notiz mit dem Hinweis auf einen Notfall, nahm aber nicht direkt mit mir Kontakt auf. Ein schriftlicher Bericht wird folgen. 7.02.17. Die ersten beweglichen Wände wurden bereits aufgestellt. Beschaffungen einer Kopie der Baupläne für Mr. Belknap. 10.02.17. Beginn der Arbeiten an den Stützen der Kellerdecke. Morgen. Unleserlich, unleserlich. Stützen für den Keller? Was? Oh oh. Was zur Hölle war das? Schritte waren das. Power on. Ja, wollen wir mal. Ach nee, hoch wäre an. Na, wundervoll. Haben wir unsere eigene Falle scharf gestellt? Na? Ich weiß nicht. Du bist auch durch die Luke, hm? Wenn ich's rausschaffe, lass ich dich abholen. Hm? Alles klar. Wir lassen keinen abholen. Finde einen Weg aus dem Keller, überwinde die verschlossene Tür. Das gefällt mir gar nicht. Tür für Tür. Das ist nicht gut. Nur mal, da funkelt was. Ah, Guckloch. Da sind wir hergekommen. Okay. So konnte man uns beobachten. Da. Oh, was haben wir hier? Ne. Geht nicht. Wir haben doch hier, genau. Richtige Position müssen wir gehen. Naja. Eine Münze. Ja, super. Ganz wichtig. Eine
Münze. Ich dachte, was richtig gut ist, was uns hier beim Überleben helfen könnte. Aber nein, warum denn? Warte mal, was ist das? Ah, Hochspannung, okay. Warte mal. Da wird Feuer angezeigt. Wir können nicht anders, oder? Sonst geht's nicht weiter. Okay, wir müssen das tun. Volles Feuer, eine Flamme. Scheibe. Kinder im Weg aus dem Keller. Ja, wir haben ja nicht mal unser Licht. Warte mal, was ist das? Nee. Ah, nee, das ist nur Klettern. Ja. Okay. Dann folgen wir mal dem Weg zurück und lassen uns abschlachten. Komm, einfach raus hier. Ja, nee, ist klar. Natürlich kann ich nur da lang. Warte, da funkelt was. Da funkelt. Ich will das funkeln. Ansehen. Eine verkohlte Puppe. Ja, wir wissen, es hat mit Feuer zu tun. Oh, Scheibe. Ich will da nicht rein, das ist doch 1A Krematorium, Junge. Warte mal, das war... Ja, ich weiß, da sind wir hergekommen, aber... Hä? War die Tür da vorhin auch schon da gewesen? Ah ne, wir sind von hier gekommen und hier... Ah ja. Und hier war diese... Gruppe, die uns den Weg versperrt hat. Na klar, okay, da müssen wir rein. Bleibt nichts übrig. Kippen, ja toll. Na hallo. Preise den Herrn. Ist es echt? Nee, mach es nicht. Das ist die beste Zigarette deines Lebens. Ja, scheiße. Oh, verdammt. Wir kriegen bestimmt gleich mehr Feuer, als uns lieb ist. Raus, Junge. Idiot. Scheiße. Ja, genau. Du Idiot. Bin ja selber Raucher, aber... In so einer Situation weiß man doch, da gehst du nicht einfach so rein. Für Gitter für Asche? Oh, wir sind am Arsch. Verlieren wir jetzt schon den ersten? Hey! Hey, hallo! Ja, rufen bringt's. Ich bin hier! Das Feuer weg. Ja, dann erstickst du am Gas, aber... Na, was wird das? Wie? Bitte. Nein. Stopp! Bitte! Stopp! Geh doch hin und nimm das Feuer weg. Bitte!
Okay, noch leben wir. Gitter. Die Tür werden wir nicht aufgebrochen kriegen. Ach, komm schon, du Lappen. Mach doch. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Und das bist du wahrscheinlich gleich. Komm schon, das Gitter muss es sein. Die Tür kriegen wir nicht aufgebrochen, Junge. Geh auf, verdammt! Geh auf, verdammt! Ach komm, jetzt stell dich mal nicht an. Ja, du musst es doch nicht extra zumachen, du... Ich dachte, da war irgendwie ein Weg um. Oh nein, der hätte mit seiner Karte vielleicht die Tür... Scheiße, ich Idiot. Für unsere Freunde wird's langsam brenzlig. Du bist voll witzig. Für Charlie... War es zu brenzlig? Es kann schwierig sein, mit jemandem zu arbeiten, dem man nahesteht. Aber ich denke, Mark und Kate könnten es schaffen und dabei neue Dinge übereinander erfahren. Und was halten Sie von Mr. Dumets netten Animatroniken? Ich halte sie für recht pfiffig. Einige sehen sehr realistisch aus. Wo er wohl die Teile hernehmen mag... Es wäre nur fair, wenn ich Ihnen jetzt zum Ausgleich sozusagen einen Hinweis gäbe. Was denken Sie? Ja, klar. Vielleicht helfen uns ja die Werke von Sir Arthur Conan Doyle weiter. Der gute Herman Mudgett, so scheint es, mochte Sherlock Holmes so sehr, dass er dessen Nachnamen annahm. Hier. Er besitzt ein Gehirn ersten Ranges. Regungslos sitzt er, gleich einer Spinne, im Mittelpunkt eines Netzes. Allein dieses läuft in tausende von Fäden aus. Und er spürt das leiseste Zucken eines jeden derselben. Ich hoffe, das hilft. Sie sollten wieder ans Werk gehen. Viel Glück. Naja... Charlie konnte ich eh nicht wirklich leiden, aber... Ach, das ist ärgerlich. Ich dachte, da unten wäre irgendein Durchgang oder so. Ich hätte ihn retten können. Nee, ich hätte ihn retten können. Shit. Fuck. Was? Was zum Teufel? Warte. Hörst du das? Ja. Von da unten. Was, wenn das Aaron ist? Niemals. Verdammt. Das ist noch eine Falle. Es ist hier der einzige Ausweg. Also finden wir es raus. Gut, Freunde. Aber das finden wir in der nächsten Folge raus. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.